Hey Freunde, Eddie hier von Filmbuzzer. Am 11. Januar 2024 erschien Orca, ein Werk der renommierten Regisseurin Sahar Mozaieby, in den Kinos und ist immer noch im Kino zu sehen. Dieses eindringliche Drama, basierend auf der wahren Geschichte von Elham Asghari, gespielt von der renommierten iranischen Schauspielerin Taraneh Alidosti, erzählt von einer Frau, die ihre Grenzen im wahrsten Sinne des Wortes überwindet. Der Film, der in der beeindruckenden Landschaft des Iran spielt, zeigt Elhams Kampf gegen politische, religiöse und soziale Barrieren, während sie versucht, einen Guinness-Weltrekord im Langstreckenschwimmen mit gefesselten Händen zu brechen. Die Regisseurin Sahar Mozaieby, bekannt für ihre tiefgründigen und bildgewaltigen Werke, führt uns mit Orca durch eine Geschichte des Mutes, des Durchhaltens und der Selbstfindung. Mozaieby, die ihre Karriere als Regieassistentin begann, hat mit Orca ein Werk geschaffen, das nicht nur die äußeren Kämpfe von Elham darstellt, sondern auch ein intensives Bild ihres inneren Ringens zeichnet. Die Geschichte von Elham ist eine Metapher für den Kampf jeder Frau in einem Land, das darauf versessen ist, Frauen zu kontrollieren und zu unterdrücken. Taraneh Alidosti, eine der prominentesten Schauspielerinnen Irans, verkörpert Elham mit einer beeindruckenden Intensität und Glaubwürdigkeit. Ihre Darstellung verleiht der Figur eine Tiefe, die den Zuschauer unmittelbar in das emotionale Zentrum des Films zieht. Alidosti, bekannt für ihre kraftvollen und nuancierten Performances, bringt jede Facette von Elhams komplexer Persönlichkeit zum Ausdruck. Orca ist mehr als nur ein Film. Er ist ein Erlebnis, das die Zuschauer auf eine emotionale Reise mitnimmt. Es ist eine Geschichte über das Überwinden von Hindernissen, über Hoffnung und über den unerschütterlichen Geist einer Frau, die sich weigert, sich von den Ketten der Gesellschaft fesseln zu lassen. Mit seinem beeindruckenden Drehbuch, der starken Regie und den hervorragenden schauspielerischen Leistungen ist Orca ein Film, der noch lange nach dem Kinobesuch in Erinnerung bleibt. Verpasst nicht die Gelegenheit, dieses beeindruckende Werk auf der großen Leinwand zu erleben.